So Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir haben heute Montag, den 31. Juli. Wir haben mal wieder die Möglichkeit zu dreschen. Wir haben letztens noch einen Nachmittag den Drachenkopf geerntet. Leider habe ich die Kameras vergessen und da hat Lisa ein paar Aufnahmen gemacht, aber nichts Ticket mit dem Handy. Und ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite bei den Erbsen. Die sind hier eigentlich gut sauber, wie ihr seht. Und ja, ertraglich. 3 Tonnen da auf dem Hektar, ganz knapp. Obwohl die sehr dünn stehen, ist das doch solide. Also es gab ja nun doch allerhand Aufreger, Fragen, mag man es nennen, wie man es möchte, über die letzte Folge. Da wollen wir ein paar Fragen mal beantworten. Zum einen, dass alles, was ihr grün seht, ist kaum Melde. Also das meiste ist Quecke tatsächlich gewesen. Und ich habe eigentlich gedacht, die Fläche drüben wäre genauso wie hier mit der Quecke. So sah es jedenfalls direkt in der Vorauflaufbehandlung aus. Ich habe da kaum Quecke gesehen. Da war auch nie eine Problematik bezüglich Quecke. Aber ja. Ich kann mir das auch nicht so recht erklären, wo die herkamen. Weiß, dass wir letztes Jahr da Pferdemist gestreut haben vor dem Mais. Auf diesen Flächen. Ja, an den Scheiben ist auch schon wieder ein bisschen paar Regentropfen. Also, wenn man es so ein bisschen analysiert, haben wir teilweise auf den Lehmkuppen schlechteren Feldaufgang gehabt, wie hier. Hier ist extremer Lehm. Aber da vorne auf extremer Lehmkuppe war das dann wieder besser. Also hier sind auch viele Pflanzen runtergetreten, was man auch sieht. Also teilweise ist natürlich auch Wildschaden, warum denn die Pflanzen da fehlen. Zum Teil, ja, durch die feuchten Bedingungen hatte die Novak ein paar Saatschlitze offen gelassen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Letztendlich ist es ja auch nur hier eine kleine Fläche, wo wir ein bisschen leeren können, wollen, müssen. Einer hat auch geschrieben, ob ich denn noch meine, ob Direktsaat denn trotzdem der richtige Weg ist. Jetzt, wo man das hier so sieht, ja gut, halten wir aber mal folgende Fakten fest. Ich ernte genauso viel wie die Landwirte in meiner Nachbarschaft und das bei weit weniger Aufwand. Also, wir müssen natürlich den Bestand viel dichter bekommen, das ist klar. Wir müssen ihn viel dichter bekommen, den Feldaufgang besser hinbekommen. Dieses Jahr war es deutlich besser, wenn man länger gewartet hat mit der Aussaat der Erbsen. Letztes Jahr zum Beispiel war, je früher die Erbse, desto besser war sie letztendlich entwickelt, weil sie auch noch ein bisschen was von der Feuchtigkeit nutzen kann. Von der Herbst-Winterfeuchtigkeit. War dieses Jahr komplett umgekehrt. Also, das müssen wir nun mal festhalten. Dann können wir festhalten, hier ist das Grüne, was ihr hier seht, ist tatsächlich den Leindotter, den wir da mit ausgedrillt haben. Und da ist es aber so, dass ich euch sagen kann, das funktioniert zusammen nicht, weil der ist noch nicht reif. Aber verrückterweise ist der hier noch grün und mein richtiger Leindotter ist fast reif. Also wahrscheinlich durch den mehr Platzbedarf. Jetzt hier in den Erbsen hat er sich besser entwickelt. Wäre natürlich die Frage, eventuell nimmt man eine spätere Erbsensorte und wenn der Bestand dichter ist, ob er dann auch besser abreift. Ja, das muss man natürlich analysieren. Dann, der Deckungsbeitrag? Nee, natürlich funktioniert der Deckungsbeitrag nicht. Ich habe mir das hier auch nur angebaut, eigentlich um die Erbsen zu vermehren für nächstes Jahr für Saatgut und mich in Direktsaat auszuprobieren.
Ja, das ist nur eine Versuchsfläche für mich, um daran etwas zu lernen. Nochmal zu der Förderung, haben auch viele gefragt. Das ist natürlich anscheinend Bundesland für Bundesland unterschiedlich. Aber es gibt ja im Prinzip zwei Säulen, immer die erste und die zweite Säule. Und die erste Säule ist vielfältige Kulturen, glaube ich, heißt. Die kann man mitnehmen. Da kann man 10% Leguminosen, da kann man groß- und kleinkörnige Leguminosen anbauen. Und dann, wenn man in der zweiten Säule sich für die grobkörnigen entscheidet, bekommt man nochmal eine Förderung und die kann man kombinieren. Das heißt, wenn man die zweite Säule mit den 10% Leguminosen macht, kann man automatisch die erste mitnehmen, sofern man dann die Bestimmung in der Fruchtfolge einhält. Also von diesen vielfältigen Kulturen war das. Und dann kommt man auf diesen Betrag und der wird pro Betrieb bezahlt. Das heißt, auf die gesamte Ackerfläche. Und das ist natürlich der Bonus, weil 110 Euro auf dem Hektar, hier fangen ja bei dem bei weitem nicht das auf, was wir hier in der Region mit Erbsen ernten. Sondern die Erbse ist in unserer Region eigentlich super schlecht. Die performt sehr schlecht, weil wir halt kaum Wasser haben. Und mit der Förderung macht das dann aber Sinn. Und da muss man sagen, dann haben wir auch eine richtig geile Vorfrucht für den Raps. Und ansonsten auch noch für die Gerste. Und dann performt der Raps hier natürlich auch besser, ne? So, hier sind wir ertraglich bei 3,5 Tonnen auf dem Hektar. Also wir werden, wenn wir die Flächen hier abhaben, irgendwo bei 1,7 Tonnen auf dem Hektar landen. Was natürlich für die Erbse an sich schlecht ist, aber für unsere Region doch solide. Weil viele haben geschrieben, Erbse muss 4 bis 6 Tonnen performen. Ja, Leute, kommt mal in eine Region, wo kein Wasser ist. Da könnt ihr denn mit eurer 4 bis 6 Tonnen pro Hektar muss sie performen, könnt ihr denn nochmal anders reden. Ich war letztens auf einer Hochzeit und da waren welche aus der Hildesheimer Börde. Und die haben mir dann erzählt, ja, kein Regen seit Anfang April und ja, trotzdem ernten die dann 9 bis 10 Tonnen Weizen. Immer noch. Wenn ich Anfang April bis jetzt keinen Regen gehabt hätte, dann hätte ich gar nichts mehr geerntet. Das ist ein ganz großer Unterschied, was die Böden ausmachen. So, ich wollte, viele haben geschrieben, dass es ohne Ehrenheber besser funktioniert. Ich wollte es auch ausprobieren. Ich habe gedacht, ach Mensch, bevor du jetzt nochmal losfährst, probierst du das nochmal aus ohne. Es ist aber so, Mensch, den ganzen Tag war schon so, heute war ganz viel Regen angekündigt. Und den ganzen Tag habe ich überlegt, Mensch, gestern schon fährst du los, gestern war es so, wo ich gedacht habe, ach, dann bist du da und dann ist das nicht trocken und dann fährst du wieder so weit mit dem Mähdrescher nach Hause. Haben wir gestern nicht gedroschen. Gestern haben vereinzelt einige den Raps gedroschen. Ich war beim Raps gucken und habe aber gedacht, ah Mensch, so richtig reif ist der aber auch noch nicht. So. Sicherlich hätte der seine Feuchtigkeit, aber man würde auch viel Ertrag verschenken. Und dann habe ich mir halt gedacht, ach, denn machst du nichts. Und heute den ganzen Morgen immer sonnig, windig und eigentlich sollte es ab 10 regnen, kam denn nicht. Und dann habe ich mir ab 12 gedacht, ach komm. Jetzt fährst du einfach los und wenn es regnet, regnet das. Und gerade nieselt das wieder ein bisschen. Momentan muss man ja jeden Moment nehmen, den man irgendwie kriegt. Also hier seht ihr, das, was ihr hier grün seht, ist größtenteils Leindotter. Ansonsten werden die hier eigentlich ganz gut sauber. Ein Punkt ist auch so mit der Herbizidstrategie. Also es gibt gar nicht viele Möglichkeiten in den Erbsen irgendwas zu machen. Klar, die Gräser hätte ich ganz einfach rausbekommen. Das Problem hätte ich unterschätzt, habe ich unterschätzt. Dadurch sind die da dreckig geworden, sonst wären die eigentlich einigermaßen sauber gewesen. Und der nächste Punkt ist einfach Melde. Und Melde kommt automatisch, sobald wir hier unsere Trockenheit haben. Da kann man fast machen, was man will, sie wird kommen. Ja? Also, und ich beobachte sehr viel meine Bestände, oder nicht nur meine Bestände, auch die Bestände von den Nachbarn in der Umgebung. Guckt mir wirklich so viel an, was sie machen mit Bodenbearbeitung. Und da kann ich euch sagen, ob die nun flügen, ob die grubbern, ob die scheiben oder wie ich direkt satt mache. Die Melde kommt. Und alles in allem habe ich ganz wenig saubere Erbsenbestände dieses Jahr gesehen. Und wie gesagt, den Bestand, den ich als mein Favorit hier ausgemacht habe, der hat nur 1,2 Tonnen auf dem Hektar performt. Der war halt super dünn, aber hatte keine Schoten dran. So wie dazu. Und seid ihr froh, könnt ihr halt ein bisschen mit mir mitlernen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Auch Direktzeit ist für viele Betriebe neu.
können sich das auch noch mal mit angucken. Ich kann dann natürlich auch machen und zeige euch einfach hier die besten Stellen. So wie hier. Hier ernten wir gerade 4,5 Tonnen auf dem Hektar und sagt, ja Leute, Erbse funktioniert, guckt mal direkt seit 4,5 Tonnen. Brauche ja bloß die Kameras in den besten Zonen halten, aber nee. Ja, es geht ja darum, dass wir alle da in der Hinsicht ein bisschen lernen. Und Jan hat letztens auch gesagt in seinem Video, es gehört auch mal dazu, dass man auch schlechte Stellen zeigt und man zeigt, dass irgendwas nicht funktioniert. Und darum geht es ja letztendlich. So, einer hat dann geschrieben, den grünen Mist hätte ich einfach weggemulcht. Also unterm Strich sind wir ja dann trotzdem irgendwo bei 7.000 Euro, die wir hier runterholen. Weiß ich nicht, 7.000 Euro einfach wegwerfen. Nur wenn ich am Handel verkaufen würde. Mit meiner Direktvermarktung bekomme ich schon ein bisschen mehr. Das heißt, ich nehme einen Teil hier für Saatgut und den restlichen Teil vermarkte ich direkt über FutterXL. Und dann sind wir halt schnell bei 15.000 Euro, die ich denn hier weggeworfen hätte. So. So wie dazu. Jetzt wird es mehr mit dem Regen. Aber da haben wir jetzt schon das Vorgewinde ab. Und da hier oben ist das gleich beim Verpächter. Ich habe schon zu Detlef gesagt, wir stellen den Mähdrescher beim Verpächter auf den Hof. Da jedes Mal eine halbe Stunde her und wieder zurück. Macht auch keinen Spaß. Ja, 4 Tonnen auf dem Hektar. Obwohl die so dünn sind. Ja, genau. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich euren Tipp ausprobieren mit ohne Ehrenheber. Aber ja, vielleicht, wenn wir nächstes Mal hier ankommen, dresche ich noch mal ein paar ohne. Anscheinend hören wir jetzt gerade wieder auf. Und einer hat noch geschrieben, dass das schade ist, dass wir so wenig streamen momentan. Ich kann ja nur für mich sprechen. Also das, was ihr gesehen habt in dem letzten Vlog, diese 2 Stunden Erbsen, die wir gedroschen haben, war so nahezu alles, was wir überhaupt, wo ich überhaupt den Mähdrescher bewegt habe oder eine Landmaschine seit der Gerste. Ja, also wir haben da ein bisschen mit der Avatar ein bisschen gedrillt, aber hauptsächlich halt für YouTube. Das sieht dann auch immer nach mehr Gefahren aus, als es eigentlich ist, was ich da letztendlich die Avatar bewegt habe. Das war dann letztendlich doch nicht so viel. Und unterm Strich brauchen wir jedes Mal ungefähr eine halbe Stunde, um das Streaming-Equipment reinzubauen. Das heißt, wenn wir hier ankommen und sagen, ach komm, los, wir fahren doch jetzt los, kann ich nicht erst noch eine halbe Stunde auf dem Hof stehen, das Streaming-Equipment reinbauen. Weil dadurch, dass ja quasi jeder Schlüssel funktioniert, ist es dann ja auch ein bisschen riskant, sein ganzes Streaming-Equipment hier drinnen zu lassen, was mal so 2.500 Euro kostet, ne? Genau. Also ich wollte schon gern mehr streamen, aber ja, wie gesagt, der ganze Weizen steht noch, der Raps steht noch. Einer hat ja gefragt, was hat denn der Raps nun gebracht? Also ihr verfolgt alles, Leute, bei YouTube, aber heute hat noch jemand angerufen mit 200 Hektar Lohndrusch. Tja, würde ich auch gern annehmen, aber dafür muss ich ja erstmal vorankommen, ne?
Schade, man will gerne endlich vorankommen. Weizen ist, denke ich mal, auch seit letzter Woche reif. Jetzt kriegen wir wohl fünf nasse Tage wieder. Tja, ich kann euch das einfach morgen mal bei YouTube hier hochladen als Update, weil viele sind sehr ungeduldig. Denken, ich dresche ohne sie, dresche heimlich. Aber es geht einfach nichts. Es läuft nichts. Qualitäten gehen uns flöten im Getreide. Ja gut, habt ihr wieder gesehen, also ich nehme mal hier noch die Kante mit hoch, also die sind hier so ein bisschen sauber, die könnten auch dicker sein, definitiv, aber ist ja nun mal geschehen, ich krieg sie ja jetzt nicht mehr dicker ausgesät, definitiv nicht, aber mit Ruhm habe ich mich wohl hier nicht bekleckert, keine Frage. Wir warten mal nächstes Jahr ab, was sie denn sagen, aber unterm Strich ähnlich so viel wie jeder andere im Ort. Kann auch nicht so schlecht sein. Bis dann erstmal.